Alter, was das finde ich auf jeden Fall geil aussuchen. Wenn mal euer Spiegel mal verschwindet. Und irgendwo ist unser. Vielleicht ist er schon draußen. Der Golf ist auf der Bühne. Der ist nicht kaputt. Das Sommerreifen rausgeholt. Und haben neue Allwetterreifen drauf. Warum? Weil dieses schöne Auto verkauft ist. Bis mein neues Auto kommt, werde ich den Golf über Winter fahren. Das haben wir gemacht. Auto wurde mir aus der Hand gerissen. Ja, das Ding ist weg. Der ist verkauft. Wir machen noch den letzten Feinschliff. Und dann ist er weg. Und ich werde den einmal waschen und von innen sauber machen. Das werden wir auch noch machen. Also wir werden den Wagen noch mal sehen, weil wir den Atomium-Test noch machen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Nein, mein Audi, der knapp 400.000 gelaufen ist, der ist nicht kaputt gegangen, Leute. Ich hole heute mein neues Auto ab von Wolfsburg. Wir müssen die Bahn bekommen. Die ist in ein paar Minuten und wir latschen. Ich hätte jetzt eigentlich aufstehen müssen. Eieiei, ist das kalt. Wenn man ein Auto abholt von Wolfsburg, ist das so, ich sag mal jetzt, um 2 Uhr euer Auto abholen müsst, müsst ihr eineinhalb Stunden vorher da sein. Seid ihr in diesen eineinhalb Stunden vorher nicht da, dann passiert Folgendes, euer Termin wird gecancelt und ihr müsst einen neuen Termin machen. Und glaubt mir, einen Termin vom Wolfsburg zu bekommen, ist nicht leicht. Ja, und wir fahren mit der Bahn, das könnt ihr euch vorstellen. Wir sind ungefähr, wann sind wir da? 12.02 Uhr. 12.02 Uhr, das heißt, wir haben nur 45 Minuten Zeit und hoffen, dass die Bahn pünktlich ist. Und ich bin auch gespannt, wie das Auto ist. Da haben wir ja ein paar Sachen bestellt gehabt, die ich unbedingt haben wollte. Mal schauen. Ich schaue das jetzt bestimmt gemütlich auf der Couch und ich muss hier in der Kälte latschen hier. Wahnsinn. So, bis später. Ich sage Geschwindigkeit 185. Geschwindigkeit 210. Mhm. Okay, dann machen wir Hubraum. 5766. Ach, jetzt haben wir so eins gehabt, genau so. Was denn für? Das sag ich natürlich nicht. So, dann erzähl mal. 0 auf 100, 7 Sekunden. Okay. 10,3. Alter, das werde ich auf jeden Fall, egal was du nimmst. Egal was ich nehme. Ich glaube, ich habe auch nicht viel. Was nicht normal ist, sage ich dir. Hier gibt es nichts Normales, ist alles schlecht. Nimm Kilo oder ich nehmen? Gewicht 1085 Kilo. 710. Ach, guck mal, du hast mich jetzt voll veräppelt. Von Wolfsburg angekommen. Schauen wir mal, wie lange wir auf unser Auto warten müssen. Bin mal gespannt, wie das so abläuft hier. Ja, super, alles super funktioniert. Ja. Pünktlich. Ja. Auf die Minute, genau. Wir sind zufrieden. Ja, oh, guck dir das mal an. Wie das aussieht hier. Architektur ist da, würde ich sagen. Mein Auto ist schon Anfang des Monats da und wir haben den 24. 24 Tage später einen Termin bekommen. Ja, also wo melden wir uns jetzt an? Oder wird es immer noch getestet? Ja, der Polo sieht ja aber auch brutal aus. 50 Jahre Edition. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Der Golf ist schon ein geiles Auto. Wahnsinn. Das sieht brutal aus. Essen, Motorschau haben wir auch hier. Das Auto bekommt ihr. Eidosch, jetzt zeig ich dir dein Auto, okay? Das ist dein Auto. Das ist der. Schön. Ja? Nicht schneller als 15 km/h. Du bleibst unfallfrei. Ist doch schön. Finde ich gut. Ja, finde ich auch. Viel Spaß damit. Also irgendwo da ist unser Auto.
Ja, ich glaube, du kannst, glaube ich, dabei sein, wenn wir es rausholen. Ich weiß es nicht, aber werden wir gleich sehen. Das wird auch sehr interessant für die Leute, die es noch nie gesehen haben, zum Beispiel wie wir. Wie wir. Jetzt haben wir alles erledigt, alles abgegeben. Jetzt warten wir eigentlich bis Uhrzeit 14. 1,5 Stunden. Dann können wir unser Auto abholen. Es stimmt doch nicht. Also wenn ihr ein bisschen zu spät kommt, kann das nur sein, dass das Ganze sich verzögert, weil es wird immer wieder weitergerechnet. Um 1-2 Stunden Verzögerung. Also das Auto kann man trotzdem abholen. Ja. Es sei denn, du kommst nach 16 Uhr. Genau, dann geht's nicht mehr. Alles mit Spiegel. Das sind, glaube ich, GTI-Spiegel. Ne? Also Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn mal euer Spiegel mal verschwindet, geht mal ruhig zur Autostadt Wolfsburg. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall jeden Spiegel nehmen. Rot. Wahnsinn, wie das aussieht. Schon geil. Ja, 2 Uhr. Jetzt holen wir unser Auto ab. Dann zeige ich euch auch, was für ein Auto es ist. Und es ist natürlich nicht für mich. Es ist für Eidosch. Da, ganz oben sind die ganzen Autos. Und irgendwo ist unser. Vielleicht ist er schon draußen. Jetzt melden wir uns nochmal an. Und dann sehen wir schon unser Auto. Dann bin ich mal gespannt, wie der ist. Vielleicht fahre ich der hier. Vielleicht kriegt das ja doch nicht Eidosch. Hier kommen die ganzen neuen Autos raus. Und dann parken die hier im Empfangraum. Und ich glaube nicht, wir kommen hier rein. Gucken, hey, wo sollen wir hin? Und dann sehe ich mein Kennzeichen schon. Und fährt an uns vorbei. Ich habe gerade mein Auto gesehen. Wahnsinn, was für eine Farbe das Ding hat. Oh, beachtet mal den neuen T-Bahn. Geil. Ach, Tiguan sage ich, Touareg. Wie geil kann ein Touareg sein? Also ehrlich, geiles Ding. Auch die Tieferlegung, ne, das gefällt mir. Wahnsinn. Die Farbe. Ach, VW macht schon geile Modelle. Einmal hier angemeldet und das sieht dann so aus. Hier ist eine Wartelounge. Und da oben steht dann später mein Name. Profi-Effekt, geile Stadt. Ah, da. Also warten wir jetzt noch mal 15 bis 30 Minuten und dann ist es soweit. Ey, Eidosch. Das ist doch ein schönes Auto hier. Ein Golf GTI. Oh, das sieht gut aus. Noch da unten. GTC. Gehen wir hin. Auto ist da. Ich durfte erstmal nicht aufnehmen, aber jetzt kann ich wieder aufnehmen. So, da steht das Ding und es ist nicht mein Auto. Es ist Eidosch aus. Also ich habe das für Eidosch geholt und sie darf den erstmal 2 Jahre fahren und dann schauen wir mal weiter. Wenn es ihr gefallen sollte, behält sie es, wenn nicht, kommt neues. So, und was ist es? Leute, das ist der Golf 8. Natürlich GTI, Golf 18. Guckt euch das Ding an. Guckt euch die Sitze an. Das ist geil. Das sieht schon schick aus. Oh. Ambientleuchter haben wir auch. Aber hier haben wir ein paar Extras haben wir gemacht, aber das gucken wir uns später an. 250 PS. Aber das sieht schön aus. Also der Golf 8 gefällt mir. Achso. Eins ist so geil. Die Schaltung, guckt euch mal die Schaltung an. So, Eidosch, geh rein. Geh rein. Das wäre schon gut, dann haben wir es schon drin. Oder? Okay. Ja, also. Geht doch ab für Platz. So, Eidosch, erzähl. Oh mein Gott. Oh, das fühlt sich schon sehr gut an. Man sitzt schon ziemlich gut. Ja. So, das habe ich auch genommen. Ja, okay, muss man Zündung erstmal an. Einklappbare Spiegel. Assistenten, keine Ahnung, muss ich auch mal erstmal klarkommen. Das ist Schließer. Genau. Und was haben wir noch? Standheizung. Habe ich auch genommen. Schlüssel ist. Der hat das schon genommen. Darf ich? Mit Standheizung. Da muss ich unbedingt machen. Das ist wichtig. Sehr schön. Schön, schön, schön. Mit den Rückleuchten und so. Das sieht geil aus. Ja, ich weiß, die Felgen gehen gar nicht, aber da kommen natürlich andere Felgen drauf. Mal schauen, welche. Ach, hier leuchtet das auch.
Stimmt, der Golf 8 hat ja so eine durchgehende so Leuchte. Das ist jetzt nicht mein Fall, aber mein Gott, egal, vielleicht kann man das ja irgendwie ausmachen. So, jetzt müssen wir das erstmal einstellen, muss die App erstmal installiert werden, damit wir den Wagen zum ersten Mal starten können. Irgendwie so ist das seit ein paar Jahren schon. Yep, vielleicht ist noch Benzin drin, cool. Einosch? Ja? Ich fahre jetzt zum ersten Mal dein Auto und ich glaube auch das letzte Mal. Warum? Ja, weiß ich nicht, gibst du mir den überhaupt, dass ich den fahren kann? Also, ey, ich muss sagen, also es ist schon geil, ne? So ein Golf 8. Auch diese Schaltung, ne? Die finde ich hammergeil. Wir haben den Wagen bei 6 Kilometer abgeholt. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Da steht gerade mal 11 Kilometer. Warum denn das jetzt 6 Kilometer? Normal, wo wir den Tiguan gekauft haben, war es 800 Meter. Echt jetzt? Ja. Das weiß ich nicht. Doch, ich weiß, ich habe sie ja noch geholt. Ja, okay. Also echt geil. Also ich habe ja sehr viele Assistenten um zu holen. Das werden wir gleich noch alles sagen. Ich muss sagen, das Ding lässt sich echt schön fahren. Ich würde mal sagen, so neuwagenmäßig, ne? Natürlich. Ja, also ey, also echt, was hat, also ich weiß gar nicht, ob das der Facelift, habe ich gar nicht gefragt. Ist das der Facelift-Modell schon? Das weiß ich nicht. Ich weiß glaube nicht. Auf jeden Fall hier, das ist sehr, sehr interessant. Alles ist mit Touch, finde ich auch irgendwie geil. Hier gibt es keinen Knopf. Ich habe den natürlich noch nicht gedrückt, sollte man natürlich auch beim Neuwagen erstmal nicht machen. Ein paar hundert Kilometer einfahren, aber das ist mir schon zu Hause, das ist das Problem. Einmal einen kleinen Gasstoß wird es ja überleben. Ne? Sicherlich, aber später. Ja. Es gibt ja bestimmt verschiedene Anzeigemodis. Keine Ahnung. Oder so. Das ist ja deiner, du kannst ja gucken, hier ist Aufladen. Ne? Nicht jetzt? Ja, ja. Hier kannst du den aufladen, ne, hier ist das Aufladen. Handy oder was? Ja, ja. Induktionsladen. Oh. Ich meine, das ist ja Serie. Hey, ich finde das sehr schön auch. Die Ambientleuchtung so fand ich schön. Ach so, Totenwinkel habe ich dir auch geholt. Oh, natürlich. Ja, ich will ja nicht, dass du irgendwie einen Unfall baust. Hier zum Beispiel, guck. Das ist alles, was wir hier haben. Lehnassistent, Side-Assistent. Müdigkeitserkennung. Ja, du hast alles drin, ist auch alles aktiviert. Lass sehr es auch schön. Bitte so. Haha. Ja, das ist ja, guck mal, der geht die ganze Zeit selber, Achtung. Der lenkt selber. Ich muss aber sagen, mein Audi macht es besser. Ist doch egal, der macht das doch wenigstens. Ja, der macht das. Ja, du hast auf jeden Fall viele Assistenten hier. Was ich dir noch geholt habe, ist natürlich die Standheizung. Ich habe ja rausgehört, dass du es gefeiert hast. Ja, du darum, stehst aber auch darauf. Ja, natürlich. Deswegen. Ich habe ja auch eine Standheizung bei meinem Audi, deswegen brauche ich es ja nicht. Ja, ja, sonst Android-System und so, du hast alles. Ne? Wow. Richtig also, schön. Also so langsam denke ich, warum gebe ich dir den Wagen eigentlich? Hallo? Ey, hier hat jemand was zerkratzt. Nein, das ist... Da. Ja, das kannst du groß. Das ist ja dieses Klavierlack hier. Das wird schnell fleckbar. Da kannst du nichts machen, aber die Schaltung finde ich so süß. Ne? Ja, ne, du mit deiner Mini. Ja. Finde ich auch süß. Auf jeden Fall schlüssellos öffnen, schlüssellos schließen. Das hast du alles, ja, Keyless Go hast du. Das hast du nicht. Doch, das hast du. Ich hab, aber du nicht. Ja, ich hab's nicht. Hier, guck mal, das ist wie bei Audi. Side Assist hast du auch. Ja. Also, ich finde, das Auto ist echt sehr, sehr schön, Heidusch. Ich auch. Muss ich sagen. Boah, der hat den auch, glaube ich, frisch abgeholt. Sieht auch so aus, ja. Ja, das ist der S3, der neue. Den sieht man bestimmt viele frisch abgeholten. Ich finde auch fahrwerkstechnisch sehr, sehr schön. Ja, du kannst es ja auch einstellen, Komfort und so. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt auch Komfort hast, muss ich schon sagen, das ist geil. So, Sitzheizung, mal gucken, ob die gut ist. Mal gucken, mal, wie das aussieht. Wo ist die Sitzheizung? Hier. Kannst du sie auch mal probieren. Probieren wir mal. Ja. Sonst Klima mal hier aus. Auch die Sitze finde ich sehr, sehr schön. Ne? Total schön. Ja. Oh. Sitzheizung ist schon sofort am Start. Ne? Ui. Sound hat er auch, das ist gut. Ey, für 250 PS geht aber echt gut ab. Also erwarte ich auch ein bisschen, ne? Wir haben 130 Kilometer Reichweite, so nebenbei. Ja, vielleicht sollst du doch tanken. Also wir sollten vielleicht doch gleich tanken. Ja, außerdem muss man nicht unsere Zeit zu wieder haben. Ey, ja. Das ist echt blöd hier, ey. Warum?
Ja, dass du das so immer wieder wegdrücken musst, so ein paar Mal. Er hätte einmal einen Knopf gemacht. Nach 3 Kilometern am Autobahnkreuz 7 Kreuz Wolfsburg, Königslutter den rechten Fahrstreifen benutzt. Schönes Auto. Um den Schildern auf A2 Richtung Hannover, danke, Braunschweig zu folgen. So, jetzt lade ich dich noch zum Essen ein, zu dem besten Dönerladen. Und danach kannst du ja mal fahren. Einfach perfekt heute. Ja. Sehr schön. Alles klar. Dann sage ich mal bis gleich. Bis gleich.